Moin und Waldmanns Hai vom Team Vince. Egal, ob es auf Reisen geht oder nur ins Revier oder ob wir zur Schießbahn fahren, eine richtige Aufbewahrung unserer Optiken oder unserer Kamera oder auch einer Kurzwaffe ist wichtig, damit unsere Ausrüstung sicher und funktionsfähig am Ziel ankommt. Für extreme Belastungen konzipiert ist der Allwetterkoffer. Der Allwetterkoffer, so wie er hier im Bild zu sehen ist, wird mit 4 Schnappverschlüssen verschlossen. Und man erkennt schon an der Dickwandigkeit die Stabilität des schaumstoffgepolsterten Koffers. Der Schaumstoff ist so vorbereitet, dass sich einzelne Partien herausdrücken lassen, je nachdem, wofür ich den Koffer nutzen möchte. Möchte ich zum Beispiel auf Dauer meine Kurzwaffe darin transportieren, lege ich sie dementsprechend hin und schneide mit einer Schere oder einem Messer dementsprechend die Polsterung heraus. Habe ich größere Gegenstände, wie zum Beispiel eine Kamera, nehme ich die erste Lage heraus, forme wieder auch das zweite Schaumstoffkissen. Das mache ich auch mit dem oberen und so gewähre ich einen absolut geschützten Transport meiner wertvollen Ausrüstung. Die beiden vorderen Schnappverschlüsse sind abschließbar. Man bekommt 2 Schlüssel dazu geliefert, aber es befinden sich auch zusätzliche Bohrungen im vorderen Bereich, um zum Beispiel ein Vorhängeschloss zu nutzen. Die Maße des Koffers betragen 52 mal 42 mal 24 cm. Der Allwetterkoffer hat ein Eigengewicht von ca. 3 kg und besitzt einen stabilen Tragegriff. Durch seine Luft- und Staubdichtigkeit eignet er sich besonders für Flugreisen. Auf der Unterseite des Koffers sehen wir hier auch dafür ein Pressure-Control-Ventil. Viel Waldmannsheil auf all Ihren Reisen und Abenteuern, wünscht Ihnen das Team jetzt.